Gesetze müssen normalerweise technikneutral formuliert werden. Und ich sehe das aber so, dass sehr viele Datenschutztechniken, also die sogenannten Privacy Enhancing Technologies, teilweise ganz anders funktioniert, als der Gesetzgeber das vorgestellt hat. Also manchmal ist es so, dass die deswegen gar nicht besonders Berücksichtigung finden oder dass man nicht auf die Idee kommt, dass die zum Beispiel eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Crowd sich zusammentut und gemeinsam eine gute Lösung entwickelt, wer hat welche Verantwortlichkeit? Ist es nicht so, dass man denen viel zu viel aufbürdet? Und da stellt man dann fest, eine sehr abstrakte Formulierung trifft es noch nicht so richtig, aber eine konkrete Formulierung würde auch wieder Teile über Bord werfen, was man möglicherweise noch haben möchte. Deswegen halte ich sehr viel von abstrakten Grundregeln, die sehr einfach zu verstehen sind. So wie beispielsweise wir im Sicherheitsbereich anfangen mit Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Wir haben aus Datenschutzsicht 3 weitere solche Schutzziele definiert. Die Nichtverkettbarkeit, also Trennung von den verschiedenen Domänen, dass nicht über diese Domänen hinaus eine Verkettung stattfindet, also Trennung. Eine Gewaltenteilung gehört dazu. Transparenz, Verständnis, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der gesamten Systeme. Und als drittes die Intervenierbarkeit. Eingreifen können, beispielsweise um eine falsche Entscheidung rückgängig zu machen oder sich beschweren können oder auch vor Gericht zu gehen. Man merkt schon, nicht all diese Ziele lassen sich auch nur im technischen System umsetzen, aber das ist auch ganz normal. Technik allein ist meistens nicht die Lösung, sondern man braucht es zusammen. Auf diesem Niveau geben wir also allgemeine Kriterien vor und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie sehr gut verständlich sind. Und im Detail muss man dann trotzdem nochmal gucken, wie stark muss denn jetzt verschlüsselt werden? Also was ist Stand der Technik gerade? Ist ein neuer Angriff passiert? Und dann wird es sehr detailliert, muss aber ständig angepasst werden. Also die Lösung ist, man braucht beides, was Allgemeines als Designkriterium, aber auch konkrete Dinge, an denen man wirklich gucken kann, bin ich noch im grünen Bereich?